Wir haben hier funkelnde Momente mit silbernen Bobbypins. Bobbypins, ja? Oh, ich kann nicht mehr. Moin, was geht bei dir? Wie du siehst, habe ich einen neuen Adventskalender am Start. Und den werden wir jetzt zusammen mal öffnen und mal gucken, was hier drin ist. Das ist der rosa schön für mich Adventskalender. Und wie du hier sehen kannst, kostet er 16,99 € und sie versprechen dir einen Warenwert von über 25 Euro. Schauen wir doch mal rein. Was ich übrigens noch sagen wollte. Also, man sieht hier hinten drauf die Produkte und das finde ich doof. Wenn du das verschenken willst, ja, dann finde ich, ist es eine gute Sache, so einen Zettel einfach rauszunehmen. Das finde ich total gut, dass man das so gelöst hat. Und dann ist hier nichts mehr drauf. Nur, wenn du ihn dir selber kaufen willst, was ja wahrscheinlich auch häufig der Fall ist, dann weißt du halt, was drin ist. Außer du bist richtig konsequent dabei, nicht drauf zu schauen. Also ich hatte den letztes Jahr auch und da hat mein Freund hat gesagt, ah, ich will nicht raufgucken, ich will nicht raufgucken. Ah, mach du das Blatt weg und stell mir das hin und so. Wie gesagt, wenn man das verschenkt, kann man das ja so machen, dass man dann dieses Blatt rausnimmt, was ich total gut finde, aber ja, naja. Okay, ich würde sagen, wir starten mit Türchen Nummer 1. Was mir schon mal aufgefallen ist, ist, das ist der erste Adventskalender, den ich dieses Jahr öffne, wo es richtig noch was zum Öffnen gibt und nicht so eine, wie der da oben zum Beispiel, das ist der Bodyshop Adventskalender. Wenn du den noch nicht gesehen hast, kannst du dir den auf jeden Fall anschauen. Den habe ich auch schon ausgepackt und da sind es ja so kleine Schächtelchen und hier sind es halt noch richtige Türen. So. Gucken wir mal, wo ist denn die 1? Die 1! Einen schönen ersten Advent. Okay, die 1 ist ein Lippenstift, scheinbar auch in dieser Farbe. Oh yes, girl. Also das ist ja ein schöner Ton. Der glitzert auch ein bisschen. Das finde ich doch als Türchen Nummer 1 schon mal ein guter Start, oder? Sag mir doch gerne mal, ob du Team Rossmann oder Team DM bist. Ich bin auf jeden Fall Team Rossmann. Aber ich weiß, ganz viele von euch sind wahrscheinlich Team DM. Also wenn man so die Adventskalender, also grundsätzlich, ne? Aber wenn man die Adventskalender miteinander vergleicht, finde ich bei Rossmann halt immer schön, dass noch dekorative Kosmetik drin ist. Und ich weiß, letztes Jahr war im Adventskalender von Valeria immer nur Pflegezeug. Oder ist es immer nur so Dusche und Pflegezeug? Ja, das finde ich immer nicht abwechslungsreich genug, aber ich werde den trotzdem auf diesem Kalender, für euch trotzdem nochmal auspacken. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 2. Und was ist es? Es ist eine Bodylotion. Oh, und hier ist ein App-Coupon dabei. Okay, jetzt hier scannen. Gut, das kann ich natürlich noch nicht. Aber genau, das ist die Lotion. Ich guck mal, wie die riecht. Okay, nach nichts, glaube ich. Nach einer normalen Lotion. Okay, aber mit so einem süßen Weihnachtsmotiv drauf. Finde ich auf jeden Fall schön. Türchen Nummer 3 ist ein kleines Türchen. Habe ich schon vermutet, dass wir hier eine Ampulle haben. Wir haben hier eine Ampulle. Isana Konzentrat Verwöhneffekt für alle Hauttypen. Eine kleine Verwöhnpause steht drin. Ich muss ja sagen, sowas wie Bodylotion benutze ich ja nicht. Das kommt auf jeden Fall bei euch in euren Adventskalender. Und ich glaube, ich habe nach diesen Adventskalender-Videos auch genug Ampullen. Also du kannst dich auf jeden Fall auf einiges aus diesem Kalender freuen. Aber natürlich auch aus den anderen, die ich auspacke. Hast du mindestens ein Produkt dabei. Aber höchstwahrscheinlich viel mehr. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 4. Okay, Türchen Nummer 4 ist ein Nagelöl. Das weiß ich vom letzten Jahr, das war auch letztes Jahr schon drin. Letztes Jahr hat es nach Schokolade gerochen. Dieses Mal ist es ein Toffee-Duft. Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Ist nicht so mein Fall, also vom Duft her, aber ich bin auch nicht so der Toffee-Typ. Ja. Das kannst du auf jeden Fall auch in deinem Adventskalender erwarten. Ich will aber eigentlich gar nicht so viel sagen, was du erwartest, damit du nicht weißt, was du zu erwarten hast.
So, gucken wir mal weiter. Türchen Nummer 5 haben wir hier. Auch irgendwas Loschiges, ne? Ah, ein Augen-Make-up-Entferner. Den habe ich tatsächlich von der Isana Eigenmarke noch nie probiert, aber ich nutze tatsächlich auch solche Augen-Make-up-Entferner in dieser Art. Mit einem Wattepad dann, ne? Okay, für wasserfestes Make-up ist sehr cool. Finde ich cool, dass das da drin ist zum Testen. Kleine süße Grüßen zum Verreisen. Mehr brauchen wir hier auch nicht erwarten. Finde ich okay. Türchen Nummer 6. Wir haben hier ein Duo-Make-up-Schwamm. Bell, 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 bell. Hast du sowas schon mal probiert? Sag mir das doch gerne mal in den Kommentaren. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall an dich weitergeben. Ich hoffe, du freust dich darüber, wenn du den Adventskalender gewinnst. Alle Bedingungen kannst du schon mal unten in der Infobox nachlesen, wann es losgeht, wie es überhaupt laufen soll und so weiter. Aber das wird auf jeden Fall an dich gehen. Ich wollte das weniger sagen. Ach so, das war ja jetzt auch Nikolaus. Für Nikolaus ist das doch schon cool, oder? Doch, das ist schon besonders. Ich finde das schon cool. Türchen Nummer 7 ist hier. Zack. Ich kann es nicht sehen. Eine Maske. Ja, eine Peel-Off-Maske. Wenn du mir schon auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich so eine Maske nicht so mag, weil ich alles, was schwierig vom Gesicht wieder abzukriegen ist, hasse. Also wenn ich da Mühe reinstecken muss, bin ich da nicht so glücklich mit. Ich mag mal so eine Tuchmaske, die man raufmacht, so wieder abmacht und dann fertig ist. Deswegen freu dich drauf. Türchen Nummer 8 ist gleich daneben. Und da haben wir ein Shampoo. Aber ich glaube nicht in irgendwelchen... Das Isana Haarshampoo verleiht dem Haar zusätzlich Glanz und Geschmeidigkeit mit Vanillenextrakt und Honig. Augenkontakt vermeiden. Oh ja, das riecht sehr gut. Wow. Also das finde ich riecht sehr lecker. Wie gesagt, wieder mit so einem süßen Weihnachtsmotiv. Feine Größe. Jo. Da ist übrigens auch wieder ein Groupon drin. In der süßen. Ja. Wie gesagt, dann sind hier halt so... Hier steht dann so zum Entspannen und dann sind hier kleine süße Bilder drin und so. Ist schon cool. So, machen wir weiter mit Türchen Nummer 8. Türchen Nummer 8. Hatten wir? Wir hatten Nummer 8 gerade. Ich bin chronisch überarbeitet. Okay, wir hatten Türchen Nummer 8. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 9 ist hier unten wieder ein kleines Türchen. Ich vermute mal, es ist eine Ampulle. Es ist eine Ampulle. Und zwar Hyaluron Booster. Aussprache und ich sind heute nicht so Freunde. Auch für jeden Hauttyp auch wieder. Ja, eine Ampulle halt. So, Türchen Nummer 10. Ist das richtig? Ja, Türchen Nummer 10 ist hier oben. Und es sind... Sowas finde ich so süß. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Wie gesagt, ich habe Kunstnägel. Bei mir fällt das jetzt irgendwie raus. Aber so eine Nagelsticker mit unfassbar süßen Weihnachtsmotiven. Finde ich richtig, richtig niedlich. Also wie gesagt, wenn man das gebrauchen kann, wenn ich keine künstlichen Nägel hätte, würde ich mir die tatsächlich auch mit stolzen 24 noch um meine Nägel machen. Weil zu Weihnachten so eine coolen Motive auf seinen Nägeln... Ist schon cool. Ja, also Nagelsticker. Wir suchen die 11, die direkt daneben ist. Zack, zack. Es macht schon Bock, Türen aufzumachen, finde ich. Es ist nicht so nachhaltig, überhaupt nicht, mit dem Plastik und so da drin, ne? Aber es macht schon Bock, Türchen zu öffnen. So, ich habe hier eine Spülung. Das war ja klar. Wir haben hier ein Shampoo, wir haben Spülung, wir haben Bodylotion. Wird wahrscheinlich vielleicht auch noch eine Haarmaske drin sein? Ich weiß es nicht. Also in Türchen Nummer 11 haben wir eine Spülung in der gleichen, ja, in der gleichen Geruchsrichtung. Vanille- und Honigextrakt. Finde ich sehr cool. Wieder mit einem anderen Motiv. Ich finde es halt richtig cool, dass die extra für den Adventskalender so eine kleine, ja, süßen Illustration oder teilweise auch andere Gerüche da reinmachen. Nicht so wie beim Bodyshop Adventskalender und nicht so wie beim Rituals Adventskalender dieses Jahr, die ich beide schon ausgepackt habe.
da waren halt die Sachen aus dem Standardsortiment drin. Und ich finde, das darf man, das kann man, ja, das ist, warum nicht? Aber ein bisschen weihnachtlich, entweder vom Geruch her oder vom Design, hätte ich es mir schon bei den anderen gewünscht. Und das finde ich hier total super. Torschen Nummer 12, du, wir haben ja 10, 11, 12. Nebeneinander. Das sieht groß aus. Das sieht wahrscheinlich auch aus wie eine Maske. Ja, reißt doch einfach alles mit auf hier. Das finde ich immer. Das finde ich ja immer nicht so cool. Okay, es gibt bestimmt Leute, die das benutzen. Ich wäre niemals, aber ich bin ja auch, was Masken angeht, schon so eingeschränkt. Und hier ist jetzt eine Fußmaske drin. Habe ich noch nie gemacht, weiß ich auch nicht. Über Nacht anwendbar. Shea-Butter, Macadamia, Nussöl. Ja, ist eine Fußmaske, wäre nichts für mich. Wir sind echt bei der Hälfte angekommen, ne? So, weiter geht's mit Türchen Nummer 13. Dieses Erlebnis geht immer so schnell zu Ende. Türchen Nummer 13, wow, okay, die ist cool. Hier haben wir wieder einen Scan-Code im Türchen und wir haben eine Handcreme, die einfach wunderschön ist. Die ist wunderschön, du kannst mir erzählen, was du willst. Diese Handcreme ist wunderschön. Heute, an dem Tag, wo ich es drehe, das wird nicht der Tag sein, wo ich es hochlade, sind es noch 99 Tage bis Weihnachten. Wir haben heute Dienstag 99 Tage bis Weihnachten. Ja. Okay, du bist ganz schön abgefreakt. Wir machen weiter mit Türchen Nummer 14. Türchen Nummer 14 ist wieder ein kleineres Türchen. Ich würde mir noch ein bisschen mehr dekorative Kosmetik machen. Okay, ich glaube, da gibt es auch einige von euch, die sich darüber freuen. Ich finde, in so einem gemischten Beauty-Adventskalender kann ruhig ein bis zwei Nagellacke drin sein, mehr dann aber am besten nicht. Und hier haben wir auch einen Nagellack, einen roten, auch typisch, wahrscheinlich auch passend zum Lippenstift, möchte ich mal behaupten. Ja, schon, oder? Das ist der Ultra Gel, der Ultra Gel. Also hier, Nail Color Ultra Gel. Gibt es eine Farbe? 901, ist das die Farbe? Ich weiß es nicht genau. Aber Nagellack finde ich an sich cool. Wenn man wirklich das so in Rot gehalten macht, was ja traditionell auch so ist, dann glaube ich, ist das eine coole Sache. Bei welchem Türchen waren wir denn? Bei Türchen Nummer... Jetzt kommt wahrscheinlich Türchen Nummer 15. Haben wir das noch? Ja. Türchen Nummer 15 ist hier unten. Ein Gedächtnis wie eine Ameise. Also, okay, wow. Okay, wow. Die möchte ich bitte behalten. Also, hier ist eine Ampulle. Ich habe gerade gesagt, Ampulle ist nichts Besonderes für mich. Aber ich trinke einen Tee. Da ist Manuka-Honig drin und ich liebe diesen Tee. Und es ist einfach eine Ampulle mit Manuka-Honig. Konzentrat Manuka-Honig, jeder Hauttyp. Bitte, ich muss ihn behalten. Ihr könnt alles haben, aber die muss ich behalten. Geil. Das Licht ist auch nicht so auf meiner Seite heute. Okay. Aber jetzt sieht man, das leuchtet besser hier. So, Türchen 16 ist wieder ein großes Türchen. Wird vermutlich wieder eine Tube drin sein, eine Lotion. Ja, was hat uns denn noch gefehlt? Ach ja, eine Cremedusche. Auch... Nee. Was ist das für ein Geruch? Mit Perlenextrakt und sofort Pflegekomplex. Okay, das ist so ein ganz standardisiertes Ding. Ich glaube, das kann man auch so kaufen in dieser Geruchsrichtung. Aber mit einem Geschenk drauf. Ja. Also, ist halt wirklich die Frage. Ne? Also, ich sag mir das gerne in den Kommentaren, wie du das siehst. Das brauche ich nicht. Ja, das brauche ich nicht. Ich brauche die nicht. Aber es macht mich schon glücklich, wenn da Sterne, Geschenke und Christbaumkugeln drauf sind. So, ich sage mal, dass wir jetzt bei Türchen Nummer 18 sind. Haben wir 17 schon geöffnet? Ja, wir sind bei Türchen Nummer 18. Türchen Nummer 18 ist auch wieder ein größeres Türchen.
The Magic of Christmas. Bett- und Körperspray, Mandelmilchextrakt. Alles klar. Ah, man, richtig viel. Ich lasse das jetzt aber zu. Finde ich richtig cool. War letztes Jahr nicht drin, definitiv. Wellness und Beauty. Finde ich sehr cool. Ich bin kurz hart begeistert. Also das ist ein neues Produkt, das gab es letztes Jahr nicht. Cool. Ah. Alter, was ist eigentlich los mit dir? Ja, wir öffnen jetzt nachträglich mal die 17, nachdem wir die 18 geöffnet haben. Sorry. So, in der 17 ist ein Badesalz zur Anwendung für ein Vollbad. Pflegende Badekristalle für die kalten Wintertage. Von Alterra finde ich toll, weil das ist eine Naturkosmetikmarke. Mit Bio-Orange. Okay, aber man kann jetzt nicht nachvollziehen, wie das riecht, aber ich liebe ja im Winter, oder ich liebe das ganze Jahr zu baden, aber gerade im Winter mit so einem geilen Badesalz, was mega gut riecht oder schäumt oder so. I love it. I love it so much. Du kannst mir ja sagen, hast du eine Badewanne? Ich würde ja behaupten, dass die meisten eher eine Dusche haben als eine Badewanne, aber wir haben eine Badewanne und ich bin sehr glücklich damit. Optimal ist natürlich, wenn man beides hat. So, dann machen wir weiter mit der 19. Oh, wir sind gleich schon wieder am Ende angekommen. Wow, oh, die ist hübsch. Was steht hier drin? Gönn dir ein Päuschen. Hier. Die Todesmeermaske ist das. Porentiefe Reinigung, klärend, Todesmeersalz und Tonerde. Normale und unreine Haut. Jo, weißt du Bescheid. Also ich könnte halt tatsächlich gut auf die Masken verzichten. Nagellack bräuchte ich auch nicht, aber ich weiß, dass es von der Zusammenstellung schon irgendwie cool ist. Und wenn ich einen Adventskalender zusammenstellen würde, wo alles Mögliche an Beauty reinkommen würde, würde ich auch Masken mit reinmachen. Ich würde auch Nagellack mit reinmachen, obwohl es nicht mein Ding ist. So, kommen wir jetzt zur... Wir haben die 90er. Wir sind jetzt bei der 20. Es ist mir noch ein bisschen wenig dekorative Kosmetik. Okay, wir haben hier der letzte Schliff vor Weihnachten. Witzig. Wir haben hier mehrere Nagelfeilen in süßen, unterschiedlichen Farben und wahrscheinlich mit süßen, unterschiedlichen Motiven. Nagelfeile habe ich aber auch in jedem Kalender, oder? Nee, Richards nicht. Habe ich wahrscheinlich aber auch noch in jedem Kalender, also kann sich auf jeden Fall einer von euch drüber freuen. 22, nein, 21. Das läuft heute nicht. 21. Oh toll, pflegendes Gesichtswasser, reinigt sanft und klärend. Reinigt sanft und klärt, wollte ich sagen. Aprikosenextrakt ohne Alkohol. Aprikose liebe ich ja, ne? Aprikosenektarine, Alter, finde ich richtig geil. Oh ja, finde ich richtig gut. Cool, dass das drin ist. So, wir ernähren uns hier näher. Ja. Wir nähern uns dem Ende. Türchen 22. Oh, das finde ich, hat auch tatsächlich noch gefehlt. Ob man das braucht oder nicht, aber das muss in so einem Kalender drin sein. Habe ich gerade den Tisch verschoben? Also das muss in so einem Kalender drin sein. Das ist ein Lippenpflegestift, gerade in der kalten Jahreszeit. Mit Honig. Oh, ja. Der ist cool. So, dann kommen wir zu Türchen 23, dem letzten Türchen vor Heiligabend. Funkelnde Momente, okay. Wir haben hier Invisibobbles Silber, ne? Von For Your Beauty. Also die verliere ich auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Millionen schon besessen und finde immer nur eins und nur mit stundenlanger Suche. Kennst du das? Also, ja, finde ich sehr, sehr gut. Kann man gebrauchen, wenn man längere Haare hat. Und Trommelwirbel. Türchen
Türchen Nummer 24. Schreib mir doch mal, was du glaubst, was in Türchen Nummer 24 sein könnte. Also ein Mascara wäre richtig geil, aber das hat keine Mascara-Form. Lippenstift hatten wir. Ich hätte jetzt gerne noch eine dekorative Kosmetik, da würde ich mich freuen. Ist es bestimmt aber nicht. Von der Form her denke ich nicht, dass es das ist. Aber lass uns mal überraschen. Türchen Nummer... Okay, du machst es zuerst auf, ja? Türchen Nummer... Ist der ganze Kalender auseinandergerissen? Türchen Nummer 24. Aua. The Magic of Christmas glitzernde Body Lotion Mandelmilchextrakt. Die leichte Körperlotion mit Mandelmilchextrakt zieht schnell ein, pflegt die Haut langanhaltend und versorgt sie ausreichend mit Feuchtigkeit. Das finde ich schon richtig cool. Ob ich das in der 24 gebraucht hätte, weiß ich nicht. Also da war, glaube ich, die 6 schon cooler, oder? Und ich habe mich auch gerade gefragt, ob wir unbedingt 2 Bodylotion brauchen. Weiß ich jetzt nicht. Da hätte man auch was Cooles anderes reinmachen können. Aber an sich ist das Produkt schon cool. Für die 24 kannst du ja mal sagen, was du denkst. Ich bin aber auch ein bisschen... Ich habe so meine rosarote Rossmann-Brille an. Weil, wie gesagt, Team Rossmann. Hashtag Team Rossmann. Okay, hätte man besser machen können. Sind wir mal... Doch, man hätte es besser machen können. Man hätte da keine Lotion reinmachen müssen. Aber ansonsten muss ich dir sagen, finde ich diesen Adventskalender eigentlich ganz cool. Würde ich den jetzt für mich behalten? Gäbe es genug Sachen, die ich weiter verschenken würde? Ja, weiß ich nicht. Ich finde ihn cool, ich finde die Sprüche cool, ich finde das Packaging cool. Ich fand ihn auch wirklich vorher vom Anschauen auch mega schön. Bloß, ich hätte mir ein bisschen mehr dekorative Kosmetik gewünscht. Rossmann hat so viele tolle Sachen von der Eigenmarke. Hier sind Sachen doppelt. Das wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre so bleiben. Also, dass hier eine Lotion drin ist und dass Spülung drin ist und so, das wird so bleiben. Da gehe ich fest von aus. Ja, an und für sich fand ich den Kalender okay. Aber man muss halt auch sagen, ich will jetzt mal von meinem Unparteiischen wegkommen. Ich bin ja nicht die Schweiz. Man muss auch sagen, es hat einen Warenwert von, was war es nochmal? Über 25 Euro. So, der hat 17 Euro gekostet, 16,99. Was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass hier 10 Euro mehr drin sind? Das ist nicht viel. Aber man hat jeden Tag eine Kleinigkeit, worüber man sich ja in der Regel freut, oder? Also es waren ja schon irgendwie süße, tolle Produkte drin. Von daher finde ich den okay. Kannst du mir gerne mal in den Kommentaren sagen, was da deine Meinung zu ist. Und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns zum nächsten Kalender oder wann auch immer du reinschaltest wieder. Und hab einen schönen Tag.